So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von YouTubers Live hier bei dem Kochstudio von Mahensi. Wir gehen danach noch schlafen, weil er müde ist. So, er hat aber noch weiter Hunger. Deswegen Sandwich. Ich glaube, das müsste reichen. Und wir gehen jetzt arbeiten. Und zwar gehen wir Eventbegleiter. $48. Danach machen wir das gleiche nochmal. Dann hoffe ich mal, hat er noch genug Kraft, um nochmal ein Video zu schneiden. Weiter sagen, Raffling. $112 kostet das. Aber es wird sehr, sehr weiter gesagt. Das ist ziemlich, ziemlich geil. Weiter, ich weiß nicht. Ja, wir wollen uns unterhalten. Wir müssen mal hier die Beziehung glänzen, so ein bisschen aufrechterhalten. Nicht, dass wir hier irgendwann mal unsere ganzen Leute verlieren. Deswegen müssen wir auch mal auf Partys gehen und sowas weiter. Ja, mit Emma wollen wir uns auch noch unterhalten. Danach gehen wir schlafen, gehen wir arbeiten. Und zwar, ach nee, warte mal. Erstmal schlafen. Oh. Oh, sie möchte nichts weiter. Ich möchte die Beziehung nicht weiter ausbauen. Na, gehen wir im Schuh putzen. Und danach gehen wir mal und irgendwas aufrüsten. Wir müssen mal gucken. Ja, ich mache hier gerne was. $72. Vakuumgegart. Da brauchen wir sicherlich jetzt das hier. Und dafür muss ich meinen Kochtisch verbessern. Mein Kochtisch ist verbessert. Und jetzt können wir uns dieses Molekular-Ding nicht mehr leisten. Deswegen müssen wir jetzt nochmal arbeiten für $20. Ich habe gerade keine Lust, Gloria, weil ich muss mich hier an ein Video ransetzen. Ist dann nochmal ein Abgeiler. Ja, ganz ruhig. Alter, was kriege ich? Achso, jetzt kriege ich einen neuen Tisch. Es fehlt mir noch nochmal was ganz Kleines. 4 Stunden Auto putzen. Komm, Junge, geh weg, geh weg, geh weg. Ich muss ran. Video. Los geht's. So, jetzt müssen wir das hier nehmen. Oder müssen, ja. Und zwar müssen wir ein Rezept erklären mit einem Anfängermesser. Ah, ich wollte auch noch einkaufen gehen. Ah. Und zwar das Mukula. Komm an. Neues Video, los geht's. Wir brauchen Rezept erklären. Mit, achso, das ist so ein Ding. Okay, ich habe gedacht, wir haben hier zum Kochen. Das ist unser Ziel. Aber dann ist es doch nicht. Ja, mal jetzt trotzdem. Das Mukula-Ding noch. Mukula. Die hat eine schöne Farbe. Dann machen wir natürlich einen lustigen Kommentar, weil ich das persönlich auch lustig finde und es passt perfekt. Und ich verwende sie. Machen wir einen professionellen Blick. Ja, es ist ja nicht professionell. Wisst ihr, was mir auffällt hier? Daneben ist das Zeichen. Ich schalte die Kamera raus. Natürlich. Nur winkt eine Farbe. Oder was habe ich gesagt? Oh, sieht das lecker aus. Zwiebelpfannkuchen. Das sieht aber aus wie Spinat. Auch wenn hier manches falsch war, irgendwie passt alles gemeinsam rein. Das finde ich ziemlich, ziemlich geil. Oh, wir kriegen das ja nicht mehr hin. Och, Scheibenkleister. Wir haben noch 17 Stunden dafür Zeit. Oder 16,5. Und 22 dauert das. Ja, ich gehe ins Kino mit. Wir gehen natürlich so hin. Ah, schön im Kino. Ariel, die Meerjungfrau. Kennen wir hier niemanden? Alter, Scheibenkleister. Oh. Charlesette. Was bist du? Ich versuche 5. Oh. Ich frage mich, wer eigentlich Aru ist, aber... Ich kann ein Vlog aufnehmen! Über YouTube? Nervt doch jemand anderen. Scheiße. Gut, dann gehen wir, machen wir jetzt einen Vlog. Wir machen einfach einen Vlog. Wie geil ist denn das? Winkt eine Begrüßung. Oh, das ist richtig sexy. Oh. Und ist die Kommentar. Echt jetzt? Eine fröhliche Äußerung. Weil professionell, also das ist ja nicht professionell, dass ich jetzt sage, ich bin der beste YouTuber. Ja, schade, das hat nicht gebracht. Und ich schalte die Kamera aus, kann leider nichts mehr machen. Ich werde es zu Hause bearbeiten, das ist gut so. Und wir gehen jetzt einfach mal, können wir jetzt ins Kinosaal gehen, in den Saal. Warum geht's eher mit seiner Poch-Uni-Sache da rein? Das sind nicht gerade viele Leute. Gehen wir hier hin. Ist das denn sie? So, oh, das Video war sehr schlecht. Das, oh, jetzt gerade. Und? Was hat sich daraus gestellt? Weiß ich nicht. Ich möchte das Video eigentlich fertig machen, den Vlog. Warum hat er den Vlog nicht gemacht? Das ist mir jetzt schade. Kochtipps. Ja.
So, heute nehmen wir jetzt kein Anfangsmesser. Heute nutzen wir unser Vakuum. Ja, perfekt. So läuft das ab. So eine chemische Küche kann ich mir auch komisch vorstellen. Ah, soll auch geil sein, habe ich gehört. Oder wir könnt ihr euch das vorstellen, so eine chemische Küche. Oh, ich bin müde. Wir gehen danach bitte schlafen und danach gehen wir nochmal was essen, damit wir dann arbeiten können. Ja, ihr passt ja nicht zusammen. Also Interesse ist vollkommen da. Rezept und Zesien passen überhaupt nicht dazu. Schade. Dann bitte ich den jetzt eben schlafen zu gehen. Wir suchen uns jetzt den schwarzen Übergang aus. Ja, ich möchte mich gerne unterhalten. Ich hoffe mal, bis dahin ist das Essen. Oh, oh, oh. Knapp, knapp, knapp. Oh, perfekt. Nein! Gucken wir uns mal jemand aus, mit dem wir vielleicht uns unterhalten. Ja, Emma, komm, wir unterhalten uns. Danach gehst du bitte nochmal arbeiten. Dann wieder zu essen. Okay, mach doch einfach das Abendessen hier. Ich möchte aber auch... Warum darf ich was... Das ist eine super WG. Wow, $31. Wir müssen nochmal arbeiten. Weil irgendwann mal kommt auch die... Na, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Die Rechnung, wann ich was zahlen muss. Und dann war das nicht schön. Ja, ein bisschen Limonade schlürfen. Schlürf. Ja, wir machen gerne ein Rezept erklären. Mit einem Anfängermesser. Okay. $54. Machen wir gerne. Mir kommt hier gerade so extrem viel Sachen rein. Das macht mich gerade ein bisschen nervös. So, öffnen. Rezept erklären wir das, ja. Und wir starten. Mit einer Begrüßung. Hallo, meine lieben Leute. Willkommen wieder hier zurück bei Münden, sie kocht. Ja, bestimmt auch so ein geiler Kanalname. Ah, sarkastisch ist bestimmt. Ja, nie so schön. Okay. Oh, 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 mörderischer Blick, weil das ist nicht gut. Das ist ja unser kleiner Tipp hier oben. Ich weiß nicht, warum ist denn der Darm manchmal nicht? Das kapiere ich nicht ganz. So, schnell mal Video fertig machen. Gut, außer der eine, der nicht so richtig reinpasst, passt das doch schon ziemlich nice. Der Rest ist nie gut. Ergebnis ist richtig geil, weil es ein neuer Rekord ist. Wir laden das Ganze mal hoch. Problem beheben natürlich. Oh, oh. Aber ich bin glücklich und ich habe mehr Abonnenten dazu bekommen. So, und jetzt gehen wir bitte noch schlafen und gehen dann nochmal was essen. Und dann gehen wir bitte arbeiten. Was ist das denn? Monique? Ah, Monique. Ein Name, der sich verschnitt hat für sie. So, jetzt wollen wir mal ein paar Sachen machen. Ein Geschenk geben. Vielleicht klappt es ja mit der. Nein. Oh, komm zurück. Ja, Gloria, ich möchte mich noch unterhalten mit dir. Du willst deine fucking Beziehung nicht weiter ausbauen. Ich hoffe, ich habe mit der Küchendotte Glück. Als ich bin so ein Frauenheld. Wenn das bloß im echten Leben so wäre. Na, Geheimel möchte die Beziehung weiter ausbauen. Und dann gehen wir bitte arbeiten. Und zwar Zeitung austragen. Danach gehen wir bitte arbeiten. Zeitung austragen. Und ich glaube, das war's dann. Also Zeitung austragen scheint mich wohl sehr, sehr fertig zu machen. Vor allem was Schlafen angeht. Und Essen kaufen eigentlich am besten. Monique, was machst du da? Oh, da kam wieder Geld rein. Nice. Und jetzt arbeiten wir nochmal richtig hart als Eventveranstalter, Begleiter oder was das war. Vielleicht können wir es ja nochmal machen. Ah, es könnte sein, dass wir es nochmal... Wir können es nochmal machen. Nochmal 48. Das sind über 90 Euro, die wir heute eingenommen haben. Fast 100 Euro. Nee, wir haben knapp 90. So. 96. Naja doch, fast 100 Euro. Jetzt müssen wir schlafen gehen, sonst kaufen wir glaube ich noch zusammen. Und machen dann nochmal ein neues Video. Und zwar machen wir heute das gleiche hier. Bloß wir machen ein ja, ihr wisst schon. Heute nehmen wir mal eine Rührschüssel. Weil es ist ein Pfannkuchen. Da benutzen wir doch eigentlich einen... Es ist ein Hin und Her. Vor allem, sie kommt jetzt schon wieder an. Ihr Schatz hat sie verlassen. Soll das etwa eine Anmachung sein, dass ich mich an sie ranmachen soll? Vor allem, wenn ich dann eine Freundin habe, stehen wir dann zu zweit da? Nice. Wieder der Mörderschrei. Irgendwas hat ihr doch... Na, der Mörderschrei nicht. Also, es ist bestimmt der singende Kommentar gewesen. Ich habe eine falsche Zutat verwendet. Mach mal einen sinnlosen Kommentar. Perfekt. Originell angerichtet. Es ist so originell angerichtet. Okay. Ich habe einen Reishaufen. Da liegen Körner dazwischen. Daneben. Das ist mein Essen. Das soll ein Pfannkuchen sein. Na gut, dann
Soll es so sein? 23 Stunden zu rendern. Ja. Wie oft denn soll ich noch was für die machen? Alter, ich breche ja gleich zusammen. Aber wir machen trotzdem das Video, weil wir brauchen das Geld. Obwohl wir schon wieder 281 haben. Ist schon nicht schlecht. Ja, eine Winkelbegrüßung. Warum habe ich da Eier? Ich habe eine falsche Zutabe verwendet. Das ist nicht der unlustige, sarkastische. Ne, sarkastisch war es auch nicht. Ah, da passt auch nie. Schau mir an, was ich zubereitet habe und lächle. Ja, wenn es angebrannt ist, lächle ich doch nicht auch. Das Kommentar hat auch nicht gepasst. Und ich schalte die Kamera aus. Ich habe Eier. Echt jetzt? Du möchtest doch nicht von mir. Was machst du da? Na, ich glaube, das passt besser als sonst was anderes. Die Interesse ist nicht so richtig dafür in die Kochtipps. So sieht es dann nicht schlecht aus. Aber wir hatten Eier. Ich habe Abonnenten verloren, weil ich jetzt... Ja, wir gehen gerne ins Kino. Und wir gehen zum Event. Schön ins Kino nochmal. Oh, in der Zeit kann das in dem Video hier noch Geld produzieren für mich. Freut mich. So, wir flirten mal ein kleines bisschen mit ihr. Und es klappt. Sie möchte doch nichts von mir. Aber das sehen wir im nächsten Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt noch einen Moment, einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Männerswort. Ciao, ciao.